Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 23 Ultimate Team. Spiel Nummer 2 steht an diese Woche. Gestern, wie gesagt, hauchdünn verloren. Wenn manche anderen Sachen nicht gewesen wären. Natürlich nicht so hauchdünn verloren. Gestern 10 Punkte Unterschied. Ist natürlich viel, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben unser Bestes gegeben. Das ist das Wichtigste. Cam Chancellor, Carson Wentz, oh, das sind wir. Das heißt, wir spielen zum ersten Mal auswärts bei den Giants in New York. Cooper Kupp, DeMarco Murray. Oh, der wurde mir heute schon empfohlen, beziehungsweise gestern. Schauen wir uns auch mal genauer an. Mal schauen. MetLife Stadium, wie krass das ist. Oh, mal ganz andere Farben. Mal ganz andere Drücke als die Bats. Das sind Bats, oder? B würde ich sagen, Bats. Natürlich Kick auf Mittel. Das ist nicht so easy. Oh, Murray, fast bis zur Mittellinie. Das war stark. Crabtree sehe ich da schon. Okay. Wir dürfen starten mit der Offense. Fast an der Mittellinie. Das ist eigentlich ganz gut. Takes all of us. And all the Giants. Stellt sofort um. Sehr interessant zu sehen. Das heißt, jemand kann wirklich gut Defense spielen. Müssen wir mal schauen. Ja, gleich mal 4 Leute hinstellen, das ist natürlich brutal. Kommen aber tatsächlich nicht so viele. Und das ist eine Interception. Nein, ist es nicht. Pam. First down. Boah, kurz hart gezittert. Da haben wir kurz hart gezittert. Wo haben wir denn unsere Spielzüge? Hier haben wir sie. Könnte ich wieder mit einem Run anfangen? Oh, das ist. Er kommt da viel zu leicht durch. Also unsere O-Line ist da echt nicht gut besetzt. Aber ich glaube, den können wir tatsächlich gut über Pässe schlagen. Warum greift er eigentlich da hinten unseren Torhüter an? Nur so als Frage. Das ist Davis. Davis, oh, schade. Ich wollte gerade sagen, da war mir plötzlich alles offen. Einen hätte ich noch zum Testen. Hier. Als Running Play. Wir kommen nicht vorwärts. Im Running Play kommen wir nicht vorwärts. Da ist er richtig stark. Muss man ihm einfach mal so lassen. Da ist er wirklich, wirklich stark. Hunter Henry. Oh, stark. 26 Yards. Ist aber gut zu sehen, dass wir es auch mal anders können, ne? Das ist Gabriel Davis und das ist das 6-0 Chargers mit dem ersten Touchdown im Game. Stark gemacht. Stark gemacht. Guter Anfang unserer Jungs. 7-0. Guter erster Drive. Chris Boswell darf raus. Ist aber auch schön zu sehen, dass ich jetzt wirklich ein paar Spielzüge so drauf habe, dass ich erkenne, okay, pass auf, der geht nicht in diesem Fall. Oder der geht, so wie jetzt gerade, wo ich gesehen habe, okay, pass auf, der eine schaut eher, also der Verteidiger schaut eher danach aus, dass er hier, der könnte knien tatsächlich. Nee. Probiert's. Cooper Kupp. Nee. Ganz ruhig hier. Was empfehlen Sie mir denn? Will be fire.
Ja. Wie gesagt, Defensive Plays bin ich noch ein bisschen unentschlossen, was ich da genau haben will. Oh, der erste springt schon mal vorbei. Ken Chancellor. Genauso. Murray ist stark. Okay, haben wir es gerade schon gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Stopp. Gib mir das OLB Fire noch. Ah, wo war's denn? Mit Blitz. Aufpassen auf den Pass. Und down. Jawohl. Stark. Pay ganz stark. 2.18. Dritter und 18. Oh, Cooper Kupp. Gut gemacht von Cooper Kupp. Da war alles offen. Das ist genau das Problem, was ich immer habe mit Cover 2 Man. Ist nicht so ganz meins. Kommt natürlich da schön nach vorne. End of first quarter. Wir kriegen anscheinend nochmal die Chance. Wir müssen uns anstrengen. Das wird... Das wird nicht easy. No, Murray, der ist durch. Alter. Wie schnell ist der denn, Alter? Das ist ja nicht normal. Aber gut. Wie gesagt, das ist genau das Problem, was wir haben, wo ich schon gesagt habe, uns fehlen dann ab und zu die starken Karten. Ja, ist natürlich ärgerlich. Kick ist gut, 7-7. Let's go. Oh, Junker kommt an Harper nicht vorbei. Eckler, zum ersten Mal. Gut gemacht von Austin Eckler. Protect. Das ist Williams. Ah, da hängt ja schon einen hinten dran. 3 Yards schaffen wir es, aber es ist okay. Bahn X ums Viereck. Davis hat ihn. Davis ist durch. Touchdown Chargers. Super Ding. Gabriel Davis. Chris Boswell, jawohl, 14-7. 2,59 noch auf der Uhr. Die haben ihm vorhin gereicht, leider. So, runter damit. Chris Boswell. Oh boy, es ist gut. Es ist eigentlich gut, weil er hat bisher Probleme gehabt gegen uns.
Problem ist einfach nur, es kann nicht sein, dass jedes Mal unsere Gegner so einfach durchkommen. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Ups, kommt nicht hin. 14-14. Die haben uns vorhin aber auch gereicht. Nur so zur Info. Na, kriegt uns jetzt immer ein bisschen eher als davor. Ach so, Meckler. Ab durch die Mitte. Und nochmal ab durch die Mitte. Jawohl, Austin Eckler. Ich hätte durchziehen können, aber... Mir ist durchaus bewusst, dass wir noch ein bisschen Zeit von der Uhr wegkriegen müssen, weil, wie gesagt, vorhin das Schreiben war gerade zu easy. Ja, komm nicht durch, siehst du? Das ist halt schlecht. Ja, Timeout genommen, ja. Ja, Timeout genommen, dann können wir es auch so kicken. Kick ist gut, 17-14. Ich werde diesmal nicht reinrushen. Aber Cooper Kupp ist down, an der 26, gut gemacht. Stopp. Oh, das war zu spät, das war zu spät. Da kommt der Pass. Murray ist down. Alles gut. 59 Sekunden. Nein, in die andere Richtung. Down. Zeit läuft ihm davon. Jetzt sind wir aus Zeit. Probieren wir es mal. Oh, der springt vorbei. Karl Pitz. 4 Sekunden. Ice the Kicker. Macht einen guten.
gut. Stark, stark. 17-17. Was für ein Game. Was für ein Game. Der Punkt ist, hold to skip adjustments. Jetzt ist er zuerst dran. Und wir sind jetzt natürlich gezwungen, aufzuholen. Deswegen wäre es schön gewesen, jetzt mit einem Touchdown davor hier in die Pause zu gehen. Was wir aber nicht so ganz hingebracht haben. Aber ich muss wieder sagen, wir spielen mit. Wir spielen jetzt auch offensiv mit, auch was Passing Game und so angeht. Deswegen muss ich schon sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden, wie wir das regeln. Oh, Cox kommt nicht hin, schaut ganz schlecht aus. Ja, wenn Cox durchbricht, muss er halt auch hinkommen. Das ist das Problem. Das ist meine Meinung. Da darf er nicht so. Intercepted! Denzel Ward! Yes! Yes! Intercepted Denzel Ward! Nice! 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 Und Touchdown Austin Ekeler! Die Two-Point-Conversation ist gut. 25-17, 8 Punkte Führung. Chargers übernehmen das Spiel. Cooper Kupp da ordentlich kaputt gerannt. Wichtig, wichtig. Acht geben auf den Pass. Das kommt Murray. Nee, bleibt schön da. 2. und 4. Runter mit dir. Schade. Jawohl. 2. und 9. Incomplete, jawohl. 3. und 9. Und intercepted Cam Chancellor. Yes, yes. Let's go, boys. Direkt. Passspiel. Okay. Es ist Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn jedes Mal. Es geht natürlich volle Offensive, ist ja logisch. Jamar Chase
Dreieck. Jamar Chase ist erst weit offen. Jamar Chase, Touchdown, Chargers. Jawohl. Chris Boswell, Kick ist gut, 32-17, 15 Punkte Führung. Können wir mal kurz festhalten, dass wir in der zweiten Hälfte Defense bisher richtig, richtig stark spielen. Cooper Kupp, boah, den hätte er gut, loslassen können, den Ball. Das war nämlich schon ein hartes Tackle. Scheiße. Dann kann doch was ankommen, der Ball. Jawohl, tut auch. Okay, Bayard hat Pits, zum Glück. Ja, das Problem, wenn du blitzt und dann kommt ein Pass. Nicht immer gut. Und dann geht Murray. Incomplete, 3. und 10, jawoll. Oh, der ist weit offen, der ist richtig weit offen. Cooper Kupp, stark gemacht. Gut gemacht, muss man ihm lassen, der war richtig weit offen, stark gesehen. Von uns kam niemand durch, das war schwach. Intercepted. Jawohl! Javon Curse. 9 Punkte weiter hinter uns, unser Gegner. Und wir haben jetzt natürlich alle Zeit der Welt. Larry Jonker. Ist der, der hinlaufen darf? Jawohl. Ab 30. Ich habe vorhin herausgefunden, dass die HP Quick Base besser funktioniert. Genau, weil da eben nur 2 stehen. Und der dritte sich hier automatisch eigentlich um den Ding kümmert. Jawohl. Wie gesagt, jetzt ist das Ziel, Uhr am Laufen halten. Wenn die Uhr läuft, funktioniert auch der Rest. Letztes Viertel. Wir führen mit 9 Punkten 7, 0 zu 7, 17 zu 10 und 6 zu 15. Das ist natürlich ein Ausrufezeichen für die Chargers. San Diego auswärts. Bisher sehr, 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 sehr stark unterwegs. Unser Ziel muss es sein, unsere Offense am Laufen zu halten. Eckler. Gut gemacht von Austin Eckler hier mit dem Haken nochmal drin. Nicht Richtung Auslinie zu laufen, sondern wirklich die Zeit mit runterzunehmen. Das muss jetzt tatsächlich das Ziel sein. Wenn wir hier gewinnen wollen, müssen wir schauen, dass wir die Zeit runterlaufen lassen. Wir sind 9 Punkte vorne. Er kann höchstens 8 über den Touchdown machen. Oh, gut gemacht. 2 Yards waren es trotzdem. Wie gesagt, das ist jetzt das, wo ich sage, ja. Und wenn wir es hier schaffen, mit einem Field Goal rauszugehen, wenn wir hier in Field Goal Distanz kommen, haben wir alles richtig gemacht. Eckler. Eckler.
Eckler, immer noch Austin Eckler zur 25. Blake, aber wie gesagt, es geht jetzt auch ein bisschen um Zeitspiel und Raffinesse und Taktik. Strategisch wissenswert. So, jetzt blockt er uns weg. Wir nehmen die Two-Minute-Warning mit. Er wusste, was kommt. Wir drehen den Spielzug mal um. Mal schauen, ob es in die andere Richtung auch kann. So, Two-Minute-Warning. First down. 13 inches willst du mich verarschen. Nimmst Timeout jetzt? Okay, ich habe leider damit gerechnet, 4. und 1. Parham hat ihn. Parham, first down. Ich glaube, das hat ihn jetzt selber ein bisschen überrascht, dass wir den machen. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat. Eklar versucht, nimmt die Zeit runter. Diese 2 Sekunden, die es da noch ging, die nimmt er noch mit. 38, 23, 15 Punkte Vorsprung. Conversation. Nein, schaffen wir nicht! Was für ein Tackle von Randy Moss! Boah! Ja, 15 Punkte sind jetzt halt doch ein bisschen enger als die erwarteten 17. Jawohl, Cooper Kupp, down under 23. Starker Auftritt unserer Jungs gerade. Nein. Du bleibst schön da. Nö. Wir bleiben bei 3. Kann. Ja, das ist lächerlich. Das ist echt lächerlich. Ja, muss ich jetzt einfach echt sagen. Also wie er sich von dem Spieler wieder lösen kann, tut mir leid. Das ist echt lächerlich. Vier Sekunden haben wir noch.
Typen. Ich wollte eigentlich knien. Das war nicht der Spielzug, den ich haben wollte. Game ist aus. Sieg! Jawohl! Endlich! Endlich! So verdient! So verdient! Wahnsinnsspiel! Jawohl! Wahnsinnsspiel, wirklich! Wow! Wow, ich bin echt baff. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin wirklich baff. Wahnsinniges Spiel. 100% Completions, 167 Yards geworfen. Ich muss jetzt natürlich mal schauen, Teamsets natürlich die ganzen, die Punt Returns und die weiten Pässe, die gingen natürlich gar nicht. 293 Total Offense Yards, so gut waren wir noch nie. 126 Rushing Yards sind stark, 167 Passing Yards dazu genauso. First Downs 14-11. Kick Returns 271, ja gut, hat glaube ich 2 Kick Returns gehabt, oder? Total Yards insgesamt 507, ist natürlich krass. Turnovers 2, die hatten wir nicht. 0 Third Down Conversations, 0 von 2. Also die konnten wir nicht aufhalten, seine Third Down Conversations. 3 von 4, oder was ist das für eine Statistik? Das checke ich gerade nicht. Achso, ne, stimmt. Wir haben einen Third Down haben wir nicht geschafft. Und wenn man das. Ne, wir haben beide Third Downs nicht geschafft. Ja, stimmt. Beim einmal haben wir das Field Goal gemacht und beim zweiten Mal haben wir das Fourth Down gemacht. Two-Point Conversation 1 von 2. Red Zone 4 von 6. Das ist halt stark. Einer von 5 nur. Dafür halt die anderen. Red Zone 3 mal 0 mal. Red Zone Field Goals 1-1. Penalties 0. Possession Time. Ja. Ich bin echt, echt happy gerade. Wir haben es uns aber auch einfach verdient. Muss ich einfach mal so sagen. Wir haben es uns einfach diesmal auch verdient gehabt. Wir haben es uns diesmal einfach auch verdient gehabt. Haben wir zufällig einen Pass. Natürlich die zwei Interceptions waren Gold wert im dritten. Muss man einfach mal straight so sagen. 41-Yard-Rush von Eckler. So, das war der durch die Mitte. Ja, der war natürlich auch stark. Dann hier durch, dadurch. Ja, der war natürlich Bombe. Und dann bin ich dann... Das war eigentlich dumm, wir hätten durchlaufen sollen. Das, was ich eigentlich sehen will, ist eigentlich einfach ein Pass. Wie gesagt, Carson Wentz hat sich dieses Thumbnail heute wirklich reichlich verdient. Er hat seine Mannschaft zu einem super Ergebnis geführt. Und das muss man einfach mal loben. Carson Wentz, wirklich starkes Spiel, geiles Spiel. Freut mich sehr. Finish Game. Jawohl, bin echt happy gerade. Wahnsinniges Game. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir an Rewards kriegen. Ich kann mir vorstellen, dass ein Sieg uns 1000 Mod Coins. Oh, Hallöchen. Headliners Packs. Jawohl, die gibt's dann am Montag. Abend. Dann nehmen wir auch wieder die Platinum-Dinge mit. Also, wie gesagt, 2000 Coins kommen da noch weg. Genau. Dann danke ich fürs Zuschauen. Sagt schon mit V und wir sehen uns morgen zu Spiel 3. Bis dahin. Tschüssikowski.